So, hallo und herzlich willkommen auf dem Menschenskanal der Deutschen AE3-Liga. Mein Name ist Sebastian und wir haben es hier heute mal wieder mit einem Community-Cast zu tun. Und dabei ist hier der gute Milan Kola, der hier mit Malta gegen Kees Kachel spielt. Kees Kachel ist ja irgendwie auch so ein alter Bekannter, sag ich mal, weil irgendwie Tobi spielt ja oft gegen den und der spielt auch Franzosen. Finde ich also sympathisch, Kees Kachel. Das ist immer das, weiß ich nicht, erinnert mich so ein bisschen vielleicht bei Niederländer, keine Ahnung, egal. Naja, auf jeden Fall Milan Kola. Liga-Teilnehmer, spielt Liga 1. Ich glaube, wir sind hier so ungefähr auf 1700 Elo, hat er geschrieben. Und die Karte ist Skandinavien. Das zeigt er leider nicht an. Ich glaube, Skandinavien. Ja, das nächste, glaube ich. Ach, vergessen, wie die Karte heißt. Naja, auf jeden Fall, das hier ist ein Ranked-Spiel. Und wir sehen jetzt hier Malta-Action auf jeden Fall schon mal mit dem Marktplatz-Start, wobei er das Gold, ach ne, hat sich 20 Gold übrig gelassen, ja okay, und holt sich jetzt auch direkt erstmal ein Haus und möchte auch noch einen Marktplatz gleich bauen, einen Handelsposten meine ich, also scheint so die neue Meta zu sein, maximal gierig, Handelsposten plus Marktplatz plus Haus, naja, mal gucken. Wobei, vielleicht ist auch der Kundschafter nur zufällig dahin gelaufen. Okay, er möchte doch keinen Handelsposten bauen. Okay, geht er also voll auf. Geht er also nur auf den, nur auf den Marktplatz. Was natürlich bedeuten könnte, dass wir gleich mal Doppelhospitalrush sehen. Sag ich jetzt einfach mal so. Aber gut, hier sehen wir erstmal hier. Ein Schatz. Kein wahrer Schatz, der hätte hier einen Dudelsack fallen lassen. Aber er ist dann noch da. Genau so. Also gut, das Deck heißt auch Rush, hat so alibimäßig noch die deutsche Sprache mit drin und sieht eigentlich ziemlich so aus wie mein Deck, muss ich sagen. Das glaube ich, ja, glaube mein Deck. Na gut, ein bisschen H3 ist ein bisschen anders, aber ja. Naja, denke mal auf jeden Fall, solides Deck für den Rush. Währenddessen war dann der gute Kees Kachel dabei. Anti-Wasser-Deck. Die spanischen Einwanderer drin, hat sich auch schon die französischen Einwanderer geschnappt. Gucken, ob wir hier die berühmte Tempo-Taktik sehen. Die Legion, ja, das ist klar im dritten. Ja gut, ich würde sagen, typisches Ami-Deck. Was ist das denn hier? Die Angriffsstärke von Kabiner-Kavallerie wird erhöht. Also gut, geht er voll auf Kabiner-Kavallerie anscheinend. Die Legion auch, Kabiner-Kavallerie. Na gut. Ja, ist mehr so ein Kabiner-Kavallerie-Scharfschützen-Deck. Na gut, dann die ungarische Kovac-Legion und ein Panzerschiff und ein Dampfer. Naja. Boah. Gut, wir sind auch schon beim Agent mit Virginia. Ja, hab nicht so richtig die Ahnung von Amis. Wir werden gleich sehen, was er da für Karten dazu gibt. Währenddessen hier ein kleiner Kundschafterkampf. Und Jean-Bastide Ronchambeau geht auch tatsächlich hier gleich drauf. Das ist natürlich erstmal ein Schlag ins Kontor. Und der Schatz mit 100 Nahrung geht auch noch an Pierre Dubonson. Und Malta natürlich, von Malta. Milan Kola, Agent mit dem Quartiermeister, soweit so gut. Ja, bin mal gespannt. Es müssten eigentlich, ja, da gehen noch zwei Siedler nach vorne. Okay, er herdet auch schon mal einer. Mal gucken, wo er die Dinger aufstellt. Vielleicht hier. Vielleicht vor, hinter der, mal gucken, ob hinter oder vor der Handelsrute. Ich weiß nicht, Kieskara kann natürlich davon nichts sehen, hä? Weil, ne klar, sein Kundschafter liegt ja auch am Boden und kann nichts machen. Ja, das ist schon mal blöd. Er schickt sich aber trotzdem mal die spanischen Einwanderer. Okay. Na gut, um einen Außenpostenwagen zu haben, ist natürlich, wenn er hier den Rush antizipiert, schon mal gut. Ja, mal gucken, ich meine, hier muss er noch ein bisschen näher ran, sonst ist er die Herde auf jeden Fall los. Aber gut, hier hinten hat er auf jeden Fall ein Nahrungsreservoir. 15 zu 15, okay. Und jetzt kommt der Außenpostenwagen, bin mal gespannt, was er macht. Jetzt ist er noch defensiv. Ja, von der Position vielleicht besser hier gewesen, weil er dann die Herde mit abdecken würde. Sag ich jetzt einfach mal so, so deckt er die Goldmine ab, aber ich denke mal, die ist durch das Dorfzentrum geschützt. Naja, aber mal gucken. Wie gesagt, das sind eigentlich viel bessere Spieler als ich, von daher halte ich mich mit Tipps hier auch mal zurück. Kaserne kommt nach vorne. Ah, okay. Ja, mal sehen. Also gut, beide sind oben. Jetzt kommen hier auch tatsächlich hier Doppelhospitaler und erstmal 700 Holz. Und die Stahlfallen, ja, finde ich gut. Würde ich genauso spielen, wenn ich spielen würde. So. Ja, hinten auch schon mal ein Haus. Ja gut, die sammeln jetzt natürlich alle ein bisschen viel Holz. Aber okay. Bin ich mal gespannt. Jetzt kommen wir als erstes Erfeldler mit Pikinier. Wir gleich mal drei Stück hier. Und das zweite Hospital geht auch gleich hoch. Genau.
Also, jetzt schon mal. Okay, also 5 Pikiniere kommen jetzt sofort. Mal gucken, er eröffnet weiter mit Pikinieren. Also gut, vielleicht denke mal, kriegt ihr ein 10er Batch voll. Kieskachel. Na, hat auch schon mal ein bisschen geguckt, dass ihr alle abgeht. Genau, sieht ihr die Kaserne vorne, sieht ihr den Turm vorne. Währenddessen Kieskachel. Ja, schickt sich tatsächlich erstmal Gold. Macht ja wohl ein nacktes FF. Na gut, ich meine, so gesehen hat er hier einen kleinen Wall hier so hingebaut. Ist halt immer schwierig, wenn er mal wirklich gerascht wird. Wenn das Militärgebäude da vorne ist, kann es halt doch irgendwie eingerissen werden. Das willst du eigentlich nicht haben. Aber gut, da ist ja noch ein Turm und auch ein Dorfzentrum. Und jetzt kommen erstmal die Pikiniere und das Haus ist natürlich ärgerlich, weil das ist ja vor der Kaserne. Aber es kann auf jeden Fall eingerissen werden. Ich bin mal gespannt, was hier Dings priorisiert. Melon Cola priorisiert tatsächlich hier den Außenposten, ja. Und es kommen die Tertius, oder? Bin mal gespannt, was kommt hier raus? Ah ne, die Minutemen. Ja klar, die Minutemen sind natürlich eine solide Truppe. Ja, die machen hier kurz einen Prozess mit diesen Minutemen. Ja gut, aber wir haben in der Hinterhand auch schon mal ein paar Armbrustschützen. Der Virginia-Plan kommt hier. Fügt 2 Schiffsladungen zu, das ist natürlich stark. So, was ist das andere hier? Krüppapa-Minutemen, jo. Alle am Dorfzentrum. Alle bestehenden Dorfzentren produzieren 6 Minutemen. Ja, okay. Na gut, den braucht er jetzt hier noch erstmal nicht. Das ist natürlich hier unglücklich, weil damit ist seine zweite Herde erstmal weg. Aber gut, ich glaube, die Minutemen, die bleiben auch bei 100 stehen, was? Das ist bei den Amis ja so. Wir sehen hier Hamilton. Okay, Hamiltons Wirtschaftstheorie ist natürlich ein bisschen gierig. Und der Age mit den Kentucky-Scharfschützen. Ja, ich weiß nicht, also das ist vielleicht nicht unbedingt das, was du jetzt wirklich brauchst. So, einfach lieber die Culpepper Minutemen. Die kommen hier ein bisschen im Deckungsmodus. Ja, sie sind im Deckungsmodus. Okay, dann haben sie natürlich ordentlich Widerstandskraft, sag ich mal, auch wenn jetzt ein paar draufgehen, aber das sollte die Minutemen auf jeden Fall cleanen, sag ich mal. So, und jetzt kann er hier aber auch schon mal ordentlich Party feiern. Genau, das geht auf jeden Fall drauf und die Kaserne halt auch gleich. Das Haus könnte eigentlich auch abgerissen werden. Gut, er sieht jetzt leider nicht hier, Melon Cola sieht jetzt leider nicht, dass da noch Siedler sind, weil da können ja mit den Armbrustschützen drauf feuern, weil die. Jetzt kommen hier neue Minutemen. Okay. Ja, okay, ich würde sagen, die Armbrustschützen sind insgesamt vielleicht die größere Bedrohung. Aber da kommen auch noch mehr von denen, von daher, okay. Naja, na gut, aber die 5 Minutemen schaffen es auch nicht. Mal, bin mal gespannt hier. Jetzt haben wir die 600 Holz durch, also ich bin ja kurz eigentlich auch schon. Okay, jetzt die Minakunden, dann das Holz geschickt, okay. Na gut, zwei Siedler, das sind die Minutemen. Gehen drauf, allerdings sind die ganzen Pikiniere auch draufgegangen. Das heißt, die Kaserne wird es nicht mehr so einfach zu belagern sein. Was kommt nach? Es kommen nochmal Armbrustschützen nach. Ah, hier kommt jetzt ein Marktplatz hin. Ah ja, ja gut, der hat jetzt natürlich mit Wirtschaftstheorie durchgeschickt, hat nicht mal einen Marktplatz. Ja, wie gesagt, auch wegen das, ich glaube, das war jetzt etwas sehr gierig von Kieskachel. Also das ist nicht die Schiffsladung, die man in der Situation braucht. Aber gut, natürlich, ich meine, irgendwie schafft das hier das Age-Up durchzukommen und er hat nur einen Turm verloren im Grunde. Und es kommen hier tatsächlich wieder ran, Scharfschützen. Ja gut, 4 Stück. Und die Gatlings sofort, ja. Ich bin jetzt nicht sicher, jetzt müssen Müller und Cola natürlich, bringt Pikiniere aufs Feld. Ja. Er verliert hier Kieskachel, finde ich natürlich Siedler, hat bei 18 Siedler alles geeidelt. Aber ich sag mal, ein Haufen Gatling mit Minutemen. Ja gut, die Scharfschützen werden wohl hier wohl... Die werden hier wohl draufgehen, weil die nicht mehr ausweichen können. Okay, alle Siedler gehen jetzt raus hier. Na gut, er muss nur gucken, dass er... Ich weiß nicht, französische Einwanderer sind ja drauf. Ja. Keilet hier gut mit den Scharfschützen, sag ich mal. Aber die werden es am Ende nicht machen. Muss jetzt natürlich gucken, dass... Ach gut, er kriegt ja auch das Haupt. Mal gucken, wo die Gatlings rauskommen. Die müssen jetzt natürlich die Pikiniere rausnehmen, was sie natürlich auch... Ja, sie kann nicht, machen sie gar nicht so gut. Nee, eine Gatling ist schon drauf. Ja, nur Artillerie ganz alleine schafft es dann halt auch nicht. Ihr bräuchte jetzt auf jeden Fall irgendwie noch Minutemen oder sowas. Und, Alter, okay, holt sich die russisch-amerikanische Gesellschaft, ja. Ja, warum auch 7 Scharfschützen schicken, wenn du dir 2 Blockhäuser schicken kannst, die du wahrscheinlich aufbauen kannst. Na gut, aber die Scharfschützen leben immer noch. Okay, vielleicht sollte ich mich zurückhalten hier. Der Mann hat tatsächlich Ahnung, also hat anscheinend ziemlich viel Ahnung, weil tatsächlich kriegt Kieskachel das hier abgewehrt. Er ist natürlich mit 2 Blockhäusern jetzt hier so drin, kann er die Herde beschützen. Mal gucken, wo die aufgebaut werden. Also das ist nicht die richtige Stelle. Das ist nicht die richtige Stelle. Ja, geht vielleicht zu knapp drauf, mal gucken, was nachkommt. Aber da hätte ich sie nicht gesehen. Jetzt hier hinten hätte ich es gesehen, aber das ein bisschen... Ja, weil so werden die jetzt natürlich auch angegriffen hier.
weiß nicht. Na gut, das sind jetzt natürlich nur Armbrustschützen. Also das ging jetzt beide rauf. Das eine hier mit nicht so viel Leben, aber gut, er kann es natürlich theoretisch reparieren. Das sind so siedlermäßig aus, siedlermäßig 26 zu, mit Witterkurt-Konstruktion zu 21. Jetzt kommt tatsächlich mal Scharfschützen hier. Da kommen jetzt auch Pikiniere und die haben natürlich schlechte Laune. Wenn die Blockhäuser kommen, bin mal gespannt, ob er hier, ob er das hier reparieren kann. Weil, ja, nee, damit geht das Blockhaus hier auf jeden Fall schon mal drauf, würde ich mal so sagen. Genau. Und das zweite Blockhaus wird tatsächlich repariert, okay. Ja. Witzig, ich meine, er hat auch eine Kaserne, hat aber noch nie was draus produziert, glaube ich, dieses ganze Spiel, aber was soll's. Wo ist eigentlich der Minuteman-Ticker? Er könnte sich, glaube ich, auch wieder Minuteman holen. Was jetzt, glaube ich, auch anzuraten wäre. Ja, genau. Ja, die Scharfschützen kommen leider auch vorne bei dem Blockhaus raus, was? Die hätten eigentlich hinten spawnen müssen. Ja, naja, gut, kann natürlich unter Druck auch passieren. Es kommt ein Stall und ein Husar. Achso, jetzt kommen erst Grenzbewohner, ja. Na ja, gut, also so richtig gut sieht das ehrlicherweise nicht aus. Ich meine, man könnte nochmal überlegen, ob man sich zwei Gatlings schickt, aber die hat natürlich immer noch nichts zu beschützen. Ah ja, jetzt kommen hier nochmal, jetzt kommen tatsächlich Tertius. Okay. Also ich weiß nicht, ob du die Tertio-Formation hier wirklich brauchst. Bleiben wir ein paar Gatlings zusammen, aber so, ich glaube also irgendwie. Da sind ja die anderen Gatlings, da sind ja die anderen Pikiniere fast besser. Na gut, aber sie haben weiterhin konstant hier 11 Leute und Melancholia macht einfach nichts anderes als hier die ganze Zeit Holzarmee reinspammen. So. Aber so geht der Rasch ja auch. Ich meine, der baut dahinter auch Eco auf und ist immer unter Druck und der. Ja, also gut, die Terzes leben tatsächlich länger als ich gedacht hätte. Aber insgesamt sieht das hier nicht gut aus. Gut, hier kommt jetzt nochmal ein Haus hoch. Was kommt hier jetzt noch? Kentucky-Jäger. Liefert 10 Scharfschützen, alles klar. Boah. Also das ist auf jeden Fall richtig, aber jetzt bin ich mal gespannt. Also muss ich irgendwie hier hinten schon dann schnell kiten damit. 10 Scharfschützen tatsächlich. Boah, nicht schlecht. Hm. Na gut, hier geht schon mal ein Haus drauf. Jetzt hat er natürlich auch das. Ja, wahrscheinlich hätte die Tertius zu früh gecallt worden, weil er hätte wahrscheinlich zusammen mit den Minutemen, das wäre es nochmal geworden. Ich bin mal gespannt, wo die rauskommen. Die kommen auch an der richtigen Seite raus. So, und jetzt erstmal einen ordentlichen Schuss und weg damit. Super, okay. Naja gut, jetzt kann er natürlich länger kiten hier. Kavallerie ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, Melancholia. Oh, Melancholia holt sich jetzt aber tatsächlich die Hannover-Verbündeten. Ja. Da würde ich mich auch nochmal verabschieden. Genau so. Ja, gut gemacht auf jeden Fall auch. Handelsposten hat übrigens keiner. Ich gehe mal wieder hier auf die Sandansicht. Das ist natürlich jetzt auch schon eine Masse. Also ähnlicherweise. Und wirtschaftlich ist natürlich auch vorne. Der gute Melancholia. Von daher. Schauen wir mal, ob das Käskarrier nochmal abwehren kann. Wenn die Kaftan kommt. Da wäre jetzt natürlich Tertius gut, aber ich glaube, der Ami hat einfach nicht schnell genug seinen Big Button wieder, also seinen Minuteman einberufen, Knopf frei. Ja, natürlich, Malta kann jetzt überall sammeln. Jetzt kommen mehr Scharfschützen, aber natürlich Scharfschützen alleine. Scharfschützen alleine reichen nicht. Jetzt kommen hier tatsächlich die Hannover-Verbündeten. So, wo sind die Jungs? Kamen die hinten raus? Da kommen sie raus. Ja gut, die haben jetzt nicht die meisten Leben, aber dafür am ersten Schlag 54 Angriff. Ist mehr so ein Ulan, sag ich mal. Also eigentlich ziemlich genau ein Ulan, nur dass er so einen Ulan Angriff hat. Und natürlich, aber danach der Angriff ist nicht mehr so geil. Aber okay. Ja gut, jetzt kommt hier die Masse rein, jetzt kommt hier aber die Kaff. Bin ich mal gespannt, was kommt hier noch mehr Scharfschützen? Ja gut, ich meine, die Hannover-Verbündeten werden sich natürlich freuen. Hier sind Scharfschützen, hat natürlich nicht viele Leben. So, das heißt, die erste Welle wird auf jeden Fall sitzen. Ja, genau. Die Scharfschützen können natürlich da auch nichts machen. Jetzt wird er hier komplett geclean Käskachel. Also das sieht jetzt ja ziemlich gut aus für Melancholia, muss ich sagen. Uiuiui, und die werden sogar hier befördert. Ach Gott, hier ist sogar einer. Aber boah, guck mal, wenn die Gold haben, dann sind die richtig gut. Ja gut, jetzt kommen die Tertius, aber die... Ja, zu spät, zu spät, zu spät. Ja, coole Runde. Dynamisches Spiel hier, hohes Niveau, würde ich mal sagen. Guck mal, Rohstoffe. Ach du Scheiße, okay, der Ami hat natürlich hier... Der war ja auch immer unter Bedrängnis. Also da hat Melancholia auf jeden Fall von Anfang an das gut gemacht. Gleich den Kundschafterkampf gewonnen und das Ganze hier... Ja. Ja gut, Trade war nicht gut, aber hat natürlich auch die ganze Zeit hier unter irgendwelchen Blockhäusern und sowas gekämpft. Und die Scharfschützen sind natürlich auch gut und so, H3-Einheiten, aber ja, am Ende würde ich mal sagen, immer mehr Armee gehabt. Zwar auch mal ordentlich verloren, wahrscheinlich war das, wo die Gatlings kamen. Aber immer hochhalten können und ja, auch konstant halt Dorfbewohner gekillt, also das hat er gut gemacht, von daher... Coole Sache. Am Ende noch mein Aufruf. Wenn ihr mal was gecastet haben wollt hier auf dem Kanal, dann schickt mir doch gerne das Replay.
Ich cast das gerne und lade das dann hoch. Oder wenn ihr selber ein Video habt, was ihr mal hochladen wollt auf dem Gemeinschaftskanal, könnt ihr auch gerne Bescheid sagen, mache ich auch gerne. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns bis nächste Woche. Macht's gut, Leute.